Ein Punkt P gehört zur Diagonalen BD eines Rechtecks ABCD. Beweise die Gleichheit Vektor AB Skalar Vektor PC gleich Vektor BP Skalar Vektor PD. Stimmt diese Gleichheit auch, wenn der Punkt P nicht zur Diagonalen BD gehört? Am Anfang haben wir also ein Rechteck ABCD und einen Punkt P, der zu dieser Diagonalen BD gehört. Um diese Gleichheit zu beweisen, starten wir vom linken Term, also von diesem Skalarprodukt, und verwandeln die beiden Vektoren AP und PC in AB plus BP und PB plus BC. Jetzt wenden wir die doppelte Distributivität des Skalarprodukts gegenüber der Vektorenaddition an und erhalten die Summe von diesen vier Skalarprodukten. Dieses zweite Skalarprodukt ergibt aber 0, weil hier ein rechter Winkel ist. Und somit bleiben diese drei Skalarprodukte. Das erste Skalarprodukt schreiben wir etwas anders. Wir verwandeln den Vektor AB in Vektor minus BA und den Vektor PB in Vektor minus BP. Die beiden Minuszeichen heben einander auf und somit wissen wir, dass dieses Skalarprodukt dasselbe ist wie dieses. Warum haben wir das gemacht? Weil jetzt haben wir in allen drei Skalarprodukten als ersten Vektor den Vektor BP. Den können wir also ausklammern. Zwischen Klammern bleibt die Summe dieser drei Vektoren und die Summe der zwei letzten Vektoren ist kürzer zu fassen, weil die aufeinanderfolgend sind. Diese Summe ergibt also Vektor PC. Wir sind fast am Ende angelangt. Wir werden jetzt nur noch den Vektor BA durch den Vektor CD ersetzen. Wir bedienen uns der Zeichnung Vektor BA. Das ist der Vektor CD, also können wir BA durch CD ersetzen. Und wir haben diese beiden Vektoren auch vertauscht. Warum? Weil wir so deutlich sehen, dass diese zwei Vektoren aufeinanderfolgend sind und ihre vektorielle Summe ergibt Vektor PD. Somit haben wir also die Gleichheit bewiesen. Und in diesem Beweis haben wir nirgendwo die Eigenschaft benutzt, dass dieser Punkt P sich auf dieser Diagonalen befindet. Also ist diese Eigenschaft auch richtig, wenn P nicht auf der Diagonalen liegt.